alle haben den gleichen Reifen. Reifen sind für mich ein ganz besonderes Thema, weil seit 16 Jahren in der DTM bei mir. Das ist immerhin der Kontakt, den du zur Fahrbahn hast. Und im Reifen sind Sprünge möglich, die du niemals mit Einstellungen oder Entwicklungen so schnell machen kannst. War das der richtige Druck? War das das richtige Fenster, in dem der Reifen in der ersten Runde gearbeitet hat? Möchtest du den Reifen nur fürs Qualifying oder für eine Renndistanz vorbereiten? All das sind Fragen, mit denen wir uns übers Wochenende auch immer wieder beschäftigen mit den Reifeningenieuren, die das alles analysieren aus den Longruns, aus dem freien Training. Du fährst raus im Qualifying zum Beispiel und weißt, die erste Runde muss sitzen, weil in der zweiten Runde hast du schon einen leichten Drop. Das heißt, die Hinterachse lässt nach oder die Vorderachse. Und das siehst du sofort auf den Seiten, auch am Gas geben. Boah, da ist schon etwas weniger Traktion. Wenn er eben nicht ins richtige Fenster reinkommt, was den Reifendruck angeht und die Temperatur angeht, dann merkst du das sofort nach zwei, drei Kurven schon. Sometimes you might start to pick up some understeer and the car's not turning as well as it was before. Or the other way, the rear of the car is sliding, or when you're braking, the car is just not stopping as well. Or when you're accelerating out of the corner, the wheels are spinning and the car is sliding a bit. Da das Beste rauszuholen, in eine Runde gepresst, ist natürlich die Herausforderung. Du hast manchmal einen Satz, fährst raus, da ist der Druck perfekt, die sind perfekt geheizt und dann merkst du einfach, das wird eine gute Runde, der Grip ist da. During a race, that's what you'll feel is the tires start to get worse and worse and you start to lose more grip basically. Außentemperaturen, Streckentemperaturen sind immer anders, Streckenbedingungen, die Körnung des Asphalts ist immer anders und das bedeutet, nicht ein Standard Luftdruck und Temperaturfenster passt, sondern es kann jedes Wochenende anders sein.